gar nicht weg. Ja, okay. Tagli qua, dentro. Ein Sonntagsgottesdienst. Wir beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gepriesen, der da kommt im Namen des Herrn, Jesus Christus, unser Herr und Retter, der in Jerusalem einzieht. Er sei mit euch. Die Bäume, die ihr gestern gebastelt habt, ich freue mich, dass sie da sind. Es ist schönes Wetter, es wird schon langsam warm. Hier vor der Kirche ist es fast so wie vor 2000 Jahren oder Lady Gaga erwartet würden. Die Leute, sie haben Jesus wie einen Popstar begrüßt. Sie haben ihm zugejubelt, haben ihre Kleider wie einen roten Teppich auf den staubigen Boden gelegt. Und zuvor wollen wir aber Gott bitten, dass er diese Palmbäume und auch die Palmzweige segnet. Wir bekennen uns zu Jesus, deinem Sohn, unserem einzigen Herrn. Segne diese Zweige, mit denen wir zeigen wollen, dass wir zu Jesus gehören. Mach uns bereit, ihm auch auf dem Kreuzweg mit beständiger Treue nachzufolgen. Heute und alle Tage unseres Lebens bis ans Ziel der Ewigkeit. Evangelium, wie es Markus beschreibt, den Einzug Jesu in Jerusalem. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Es war einige Tage vor dem Osterfest, als sie in der Nähe von Jerusalem kamen. Nach Bethphage und Bethanien am Ölberg. Jesus schickte zwei seiner Jünger voraus. Er sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt. Gleich, wenn ihr hineinkommt, werdet ihr einen jungen Esel angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet ihn los und bringt ihn her. Und wenn jemand zu euch sagt, was tut ihr da, dann antwortet, der Herr braucht ihn. Er lässt ihn bald wieder zurückbringen. Da machten sie sich auf den Weg und fanden außen an einer Tür an der Straße einen jungen Esel angebunden und banden ihn los. Einige, die dabei standen, sagten zu ihnen, wie kommt ihr dazu, den Esel loszubinden? Sie gaben zur Antwort, was Jesus gesagt hatte, und man ließ sie gewähren. Sie brachten den jungen Esel zu Jesus, legten ihre Kleider auf das Tier
und er setzte sich darauf. Und viele breiteten ihre Kleider auf der Straße aus. Andere rissen auf den Feldern Zweige von den Büschen ab und streuten sie auf den Weg. Die Leute, die vor ihm hergingen und die ihm nachfolgten, riefen: Hosanna! Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Hosanna in der Höhe. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Das Ganze, was wir gehört haben, den feierlichen Einzug Jesu in Jerusalem, hier auch feiern. Und dazu habt ihr auch ein Lied einstudiert, was ihr jetzt singt. Einziehen. Zuerst das Kreuz und dann dürft ihr direkt dann mitgehen und dann ziehen wir alle in die Kirche.